Nach einer schlaflosen Nacht auf der Couch beschließt Sarah, ihrem Mann noch eine Chance zu geben. Denn trotz aller Lügen liebt sie ihn über alles. Mittags möchte sie Daniel im Krankenhaus überraschen. Durch Zufall begegnet sie seinem Trauzeugen und Kollegen Dr. Felix Weiß. Hi. Hey. Na? Hi, Felix. Also, falls du Daniel suchst, er ist gerade noch in der OP. Es gab da ein paar Komplikationen. Okay. Aber ich wollte in die Kantine. Willst du mit? Ja, warum nicht? Daniel kommt bestimmt auch gleich. Mhm. Na, alles gut? Ja, ich habe noch nicht so gut geschlafen. Ich dachte schon, ihr habt immer noch Probleme wegen der Hochzeit. Nee, alles gut. Super. Felix? Ja? Sag mal, ist der Daniel ein guter Arzt? Ja, er ist der Beste. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der so präzise gearbeitet hat. Okay, und Fehler? Nee, nie. Du hast mit ihm echt einen guten Fang gemacht. Hier, meine Frau und ich, wir wollen euch demnächst zum Essen einladen. Was meinst du? Ja, klingt gut. Ich bespreche das mit Daniel und dann gebe ich dir Bescheid. Super, komm. Okay. Boah, ich fühle mich so schlecht. Alle lieben den Daniel und ich als seine Frau vertraue ihm nicht mehr. Ich muss das mit dem Zeugnis echt vergessen. Sarah lässt das Mittagessen ausfallen und macht sich auf den Heimweg. Von unterwegs informiert sie Rechtsanwalt Bernd Römer über Daniels Schummeleien mit dem polnischen Zeugnis und bittet ihn gleichzeitig, seine Nachforschungen über ihren Mann einzustellen. Doch dann wird sie Zeuge einer mehr als seltsamen Situation. Daniel? Hey, was macht ihr denn da? Ey, wie viel Geld ist denn das? Das sind 10.000 Euro und jetzt gib mir mein Geld her. 10.000 Euro? Daniel ist keine irre Patientin von dir, ne? Bitte, was? Was hat er dir erzählt, dass ich eine irre Patientin bin? Das ist ja lächerlich. Daniel, du sagst mir sofort, was hier los ist oder es ist vorbei. Schatz, es ist ganz anders, als es ist. Ja, klar. Erzähl mal deiner Frau, was los ist. Sarah, Schatz, es ist so, Jenny ist keine irre Patientin. Sie ist eine ehemalige Patientin von mir, die ich vor 2 Jahren mal behandelt hatte. Und ich habe meinen einzigen und ersten Fehler bei ihr gemacht bei der Behandlung. Und die 10.000 Euro sind sozusagen jetzt Schmerzensgeld. Ja, Schmerzensgeld, damit sie ihre Klappe hält, oder was? Naja, das kann ja jeden Arzt mal passieren. Ich meine, Jenny weiß ja auch von dem Zeugnis. Ja, aber du bist doch erst seit einem Jahr hier in dem Krankenhaus. Ja, da, wo ich vor war, in Charlottenburg. Ja, aber warum triffst du dich denn heimlich mit ihr jetzt? Du hast mir gestern versprochen, dass du mich nicht mehr belügen wirst. 10.000 Euro drückst du dir in die Hand. Daniel, ich raste gleich aus. Leute, ehrlich, ich gehe dann mal, ja. Danke für die Kohle. Wir sind quitt. Schatz, ist es so? Ach, können wir da heute Abend drüber reden? Ich habe jetzt keine Zeit mehr. Ich muss in eine wichtige OP. Ja. Muss man einfach vertrauen, okay? Ja, ich liebe dich. Herr Römer? Ja, super. Ich habe auch Neuigkeiten. Arme Sarah. Vielleicht hätte ich ihr doch die Wahrheit über Daniel sagen sollen. Aber sie hat ihn sich ja selber ausgesucht. Und ganz ehrlich, selbst schuld, wenn man die ganze Zeit mit einer rosaroten Brille herumläuft und nicht mal genauer hinguckt, was man für einen Typen hat. Während Daniel seine Schicht im Krankenhaus beendet, schaut Rechtsanwalt Bernd Römer bei Sarah vorbei, die inzwischen wieder zu Hause ist. Die seltsame Geldübergabe hat die 29-Jährige erneut stutzig gemacht, welches Spiel ihr Mann treibt. Doch es kommt noch schlimmer. Ich würde sagen, Sie sollten auch einen Kaffee nehmen und vielleicht sogar einen sehr starken. Denn was ich Ihnen sagen muss, ich will da gar nicht lange drum rumreden, Frau Eickamp, Ihr Mann kann kein Arzt sein. Am allerwenigsten ist er Chirurg. Ja klar, der hat ja in Polen studiert. Ihr Mann hat nicht in Polen studiert. Ich bin noch bei der Ärztekammer gewesen. Ich hatte die Gelegenheit, die ganzen Unterlagen einzusehen. Da war kein Zeugnis aus Polen mit einer Übersetzung oder was da noch alles hätte sein müssen. Gar nichts. Das Einzige, was da war, war ein Zeugnis an der Berliner Universität. Und zwar in der Tat von der Universität, bei der wir beide gewesen sind und bei der Ihr Mann niemals eingeschrieben war. Verstehen Sie das? Das ist alles gefälscht. Nee, verstehe ich nicht wirklich. Also, der Daniel ist kein Chirurg. Wie ich sagte, Ihr Mann ist kein Arzt. Ich weiß nicht, wer Ihr Mann ist. Ich weiß auch vor allem nicht, was Ihr Mann ist. Mein Vater hatte die ganze Zeit recht. Er ist einfach nur ein billiger Betrüger. Und die Jenny, die wollte mich nur warnen. Und ich bin so doof und heirate den. Gut. Was passiert mit dem, wenn das rauskommt? Ihr Mann wird mit Sicherheit in den Knast gehen. Anders kann ich das nicht sagen. Und dann kann er vielleicht seinen Mitinsassen noch mal ein Tattoo stechen. Aber ansonsten hat sich das mit dem an fremden Menschen herumzuoperieren erledigt. Und das ist auch gut so. Scheiße, Mann, der operiert jeden Tag an Menschen rum. Und wissen Sie, diese Geschichte mit der Jenny Kreuzer, dass das eine Patientin sein sollte, das kam mir schon merkwürdig vor, als wir im Krankenhaus waren, wenn Sie sich daran erinnern. Auch da war mir das alles nicht geheuer. Ich habe einen Bekannten beim Einwohnermelder und der hat mir die Wohnadresse von der Frau Kreuzer gegeben. Und ich bin der Meinung, insbesondere wenn ich das jetzt gehört habe, was Sie mir erzählt haben, wir sollten da hinfahren.
Und dann fragen wir die mal, denn die Frau Kreuzer weiß was über ihren Mann, was wir noch nicht wissen, möglicherweise. Okay, gut. Ich würde direkt gehen jetzt, ja? Trinken Sie einen Schluck Kaffee. Sonst schaffen Sie das nicht. Für den Herrn Eickamp ist das Spiel jetzt definitiv aus. Was mich jetzt noch interessiert ist, was hat uns die Frau Kreuzer zu erzählen? Wofür hat sie die 10.000 Euro bekommen? Ich habe dann Verdacht. Und jetzt hören wir mal, was uns sagt. In Berlin musste Sarah Eickamp erfahren, dass ihr Mann Daniel nicht der ist, für den sie ihn hält. Der vermeintliche Chirurg hat nie studiert, geschweige denn besitzt er eine Zulassung als Arzt. Noch dazu hat er einer Frau namens Jenny Kreuzer 10.000 Euro gezahlt. Rechtsanwalt Bernd Römer will wissen, wofür dieses Geld ist. Du bist keine Patientin von ihm? Nein. Nee, was bist du dann? Ich bin seine Ex-Freundin. Ja. Aha, okay. Aber bei mir ist er noch Pilot gewesen. Was ist er? Pilot. Ja, der Typ ist alles, ne? Er ist sehr vielseitig, ihr Mann. Ich habe ihn in der Wartehalle getroffen, im Flughafen, wo ich auf dem Weg in Urlaub war. Ja? Naja, und da stand er in seiner Uniform und ich fand ihn halt ganz toll und er war sehr nett zu mir. Und dann hatte ich mich ganz schnell verliebt. Ja, Frauen sind manchmal so einfach zu verstehen. Ja. Ja, da müssen Sie uns jetzt mal ein bisschen was erzählen. Also Sie sind seine Ex-Freundin, das heißt, da ergibt sich natürlich ein gewisses Erpressungspotenzial. Vielleicht setzen wir uns doch mal lieber hin. Ja, also erzählen Sie uns die Geschichte von dem strahlenden Piloten, den Sie kennengelernt haben. Wie ging das denn dann weiter? Also wir waren in der Wartehalle, glaube ich, gerade stehen geblieben. Ja, nach einem halben Jahr sind wir dann zusammengezogen schon. Ja gut, ich wusste praktisch nichts über ihn, aber es war mir auch egal gewesen, weil ich war halt verliebt und er war toll zu mir und ich dachte halt, naja, der kann es einfach bloß ernst mit mir meinen. Wie sind Sie ihm denn auf die Schliche gekommen? Naja, wir haben ja zusammen gewohnt und ich konnte mir ja nun genauer anschauen. Und naja, irgendwann hat er sich dann ständig halt mit seinen Reisezielen vertan. Und zum Beispiel habe ich ihn einmal an der Stadt getroffen, obwohl er mir erzählt hat, dass er einen Flug nach New York hat. Und dann ganz zum Schluss habe ich auch nur durch Zufall erfahren, dass seine Uniform überhaupt nicht echt ist. Warten Sie mal, ich habe da was. Jenny Kreuzer ist genauso auf Daniel reingefallen wie seine jetzige Frau Sarah. Nur durch einen Zufall hat sie damals herausgefunden, dass Daniels Pilotenuniform ein Karnevalskostüm ist. Ja, und da wusste ich dann halt, dass er noch nie ein Flugzeug geflogen hatte vorher. Ja, und wie ging es dann weiter? Dann haben Sie ihn damit konfrontiert, oder wie? Ja, ich habe ihn natürlich sofort darauf angesprochen. Und dann haben wir uns natürlich auch heftig gestritten. Und dann hat er angefangen, mir Sachen vorzuwerfen, wie ich würde sein Leben zerstören und sowas. Naja, und dann ist er nächsten Tag weg gewesen. Und das auch mit 4.000 Euro von unserem gemeinsamen Konto. Also mein ganzes Geld. Mhm. Und jetzt haben Sie sich gedacht, das Geld hole ich mir wieder. Und zwar mit Zins und Zinseszins. Und deshalb sind Sie auf die Idee gekommen, ihn zu erpressen. Ja, naja, ich wollte Sie ja warnen. Aber naja, ganz ehrlich, ich dachte, du bist ein schlaues Mädchen. Du wirst schon wissen, irgendwie, was du machst und wie du dir am besten helfen kannst. Und naja, irgendwo wollte ich auch eine Entschädigung dafür haben, was er mir angetan hat. Ja, krass. Also ist der Daniel einfach nur ein billiger Hochstapler? Ja, klar ist er das. Und er ist auch auf keinen Fall Chirurg, auf gar keinen Fall. Mhm. Aber zumindest bin ich mir bei allen sicher, der liebt dich. Ja, auf eine kranke Art und Weise, aber er liebt dich auf jeden Fall. Weil sonst hätte er mir ja nie 10.000 Euro dafür geboten, dass ich meinen Mund halte. Gut, aber das ist mir ehrlich gesagt egal. Ich für meinen Teil, ich fühle da gerade mal gar nichts. Also wissen Sie, solange der Mann mit lustigen Karnevalsuniformen am Flughafen herumrennt und Frauenherzen bricht, wird er niemandem wirklich gefährlich. Der kommt ja nicht in ein Flugzeug rein, aber momentan steht er als Chirurg im OP. Wir müssen sofort mit Ihrem Mann reden. Das muss aufhören, und zwar heute. Jetzt, sofort. Also was für mich feststeht, ist, ein einfacher Betrüger und ein einfacher Hochstapler ist er nicht mehr. Das, was der da macht, ist krankhaft und der muss aus dem Verkehr gezogen werden. So geht's nicht. Bernd Römer befürchtet, dass Daniel Eickamp ein notorischer Lügner ist. Sarah ist am Boden zerstört und will ihn mit dem Verdacht konfrontieren. Doch selbst jetzt ist der falsche Arzt alles andere als einsichtig. Im Gegenteil, der 34-Jährige macht seiner Frau schlimme Vorwürfe. Na super, jetzt hast du es geschafft, ne? Jetzt hast du es geschafft, alles zu zerstören. Mein ganzes Leben, meine ganze Karriere hast du zerstört. Jetzt hast du es geschafft, hast du gut hinbekommen. Herzlichen Glückwunsch! Daniel, bitte, ich habe dein Leben und deine Karriere nicht zerstört, weil das hier alles überhaupt nicht dein Leben und deine Karriere ist. Du bist kein Arzt und du musst sofort kündigen. Ich
kündige hier gar nichts. Ich bin Arzt und meine Patienten und meine Kollegen, die lieben mich. Na und, dann habe ich eben nicht studiert. Ich bin trotzdem gut in meinem Fach und ich habe noch nie einen Fehler gemacht. Natürlich, Sie sind unfehlbar. Ich merke es gerade, Sie sind unfehlbar größenwahnsinnig. Hören Sie mal zu, soll ich Ihnen mal auflisten, was strafrechtlich auf Sie zukommt? Eingehungsbetrug, Urkundenfälschung. Jede Operation ist eine gefährliche Körperverletzung. Die Krankenakten werden die alle ganz genau unter die Lupe nehmen. Sämtliche Gehälter, die Sie jemals bekommen haben von der Klinik, werden Sie zurückzahlen müssen und Sie gehen in den Knast und zwar Minimum 3 bis 5 Jahre. Minimum. Nach dem, was wir jetzt wissen. Und ich sage Ihnen was, Sie kündigen. Und zwar sofort. Ansonsten gehe ich nämlich zur Polizei und zeige Sie an. Okay, ich habe Mist gebaut. Ich bin Krankenpfleger. Krankenpfleger? Haben Sie auch ein paar schöne Zeugnisse? Aus Alaska vielleicht diesmal oder woher? Ich habe bei einigen OPs assistiert, aber ich war auch wirklich gut und daraufhin habe ich mir halt ein Zeugnis gebastelt und die Idioten, die haben mich aber auch mit Kusshand genommen. Die Idioten. Schatz, das tut mir so leid. Geh weg, Mann. Das tut mir so leid, wirklich. Ich tue alles dafür, dass du mich nicht verlässt, aber ich wollte es zu was bringen und das mit dem Chirurgen, das habe ich mir einfach nur ausgedacht. Du musst mir glauben, ich habe das nur für uns getan. Es tut mir so leid. Ich mache alles, dass du mich nicht verlässt. Ich schreibe auch die Kündigung, wirklich. Nein, Mann, du wirst jetzt erstmal gesund gehen, Therapie. Ich weiß überhaupt nicht, was ich dir glauben soll. Ich mach das, du wirst sehen. Es wird alles gut. Okay? Ich kündige auch. Ja, dann mach das. Schreiben wir die Kündigung dann eben? Wir, du schreibst, hopp. Okay. Also diese schnelle Wandlung, die kann ich jetzt nicht nachvollziehen, die nehme ich ihm nicht ab. Aber sei es drum, will ich nicht hinterfragen. Er muss kündigen. Sorgen Sie dafür, das soll er machen. Das muss er heute machen. Sorgen Sie dafür, dass er die Klinik nicht mehr betritt. Hey, Scheiße, was soll ich machen? Soll ich dem Daniel jetzt aus der Patsche helfen? Aber was ist, wenn er mich dann sitzen lässt, genauso wie er es mit Jenny gemacht hat? Andererseits, wenn der Daniel wirklich krank ist, dann braucht er meine Hilfe. Was wäre ich für eine Ehefrau, wenn ich ihn jetzt stehen lasse? Unter der Voraussetzung, dass Daniel seinen Job kündigt und sich psychologische Hilfe holt, verspricht Sarah, bei ihm zu bleiben. Der falsche Chirurg ist dankbar, dass seine Frau zu ihm hält und ihn am nächsten Morgen ins Krankenhaus begleitet, um die Kündigung abzugeben. Doch dann kommt alles anders. Nee, das glaube ich aber nicht. Was machen Sie denn da? Was schnüffeln Sie meine Sachen rum? Guten Tag, Sie sind der Herr? Es ist vorbei, Daniel. Nachdem Sarah noch nicht hier war und mich über dich ausgefragt hat, habe ich bei der Klinikleitung angeregt, deine Unterlagen prüfen zu lassen. Deine Lügerei ist aufgeflogen. Wir wissen, dass du deine Dokumente gefälscht hast. Eickamp, wenn der Beamte fertig ist, packen Sie bitte Ihre Sachen und verlassen sofort das Krankenhaus. Die fristlose Kündigung und die Schadenersatzverordnung gehen Ihnen in den nächsten Tagen zu. Was soll denn das? Ich habe doch immer gute Arbeit gemacht. Das ist jetzt vollkommen irrelevant. Sie sind kein Arzt. Haben Sie es immer noch nicht kapiert? Herr Eickamp, wir hätten auch mal ein paar Fragen an Sie. Sie begleiten mich dann bitte zur Wache. Sie wurde vom Krankenhaus angezeigt wegen Körperverletzung. Also das ist Unterschlagung. Ja, das ist ja wohl eine Frechheit. Sie halten sich hiermit als vorläufig festgenommen. Was soll denn das? Ich habe doch gar nichts gemacht. Das glaube ich ja wohl nicht. Das ist ja wohl eine Frechheit. So, die Unterlagen vom Rest hin geben Sie denn bitte den Kollegen, ne? Alles klar. Deswegen nehme ich mich mal mit. Schatz, das tut mir so leid. Herr Eickamp? Wir sehen uns zu Hause, okay? Ich liebe dich. Das Spiel des notorischen Lügners ist endgültig aus. Oh, Scheiße, hätte ich dem Felix nur nichts davon erzählt. Der Daniel, der hätte heute selber gekündigt und wäre vielleicht noch mal mit einem blauen Auge davon gekommen. Und jetzt muss er auf jeden Fall in den Knast. Wenige Tage später besucht Sarah ihren Mann mit Rechtsanwalt Bernd Römer in Untersuchungshaft. Die 29-Jährige hat sich von dem Schock, dass Daniel womöglich viele Jahre im Gefängnis verbringen muss, noch nicht erholt. Doch ein psychologisches Gutachten könnte womöglich seine Rettung sein. Der Gutachter kommt zu dem Ergebnis, dass Sie ein sogenannter Pseudologe sind. Ein Pseudo-was? Ein Pseudologe, ich kannte den Begriff auch nicht. Ein Pseudologe ist ein krankhafter Lügner. Sie sind ein Phantast. Es ist Ihnen fast nicht möglich, die Wahrheit zu erzählen. Sie belügen sich selbst, Sie belügen andere. Okay, aber ich lüge doch nicht. Ich meine, ich pepp einfach nur mein Leben ein bisschen auf. Ich meine, das macht doch jeder heutzutage, oder? Es macht aber nicht jeder so wie Sie. Und bei Ihnen ist das wirklich schwerwiegend. Sie haben im Operationssaal gestanden. Sie gefährden Menschenleben, verstehen Sie? Das ist nicht so leicht zu nehmen. Ja gut, okay, dann lasse ich einfach die Lügengeschichten und dann ist doch gut. Nichts leichter als das, oder? Ja, das sagt ein Alkoholiker, glaube ich, auch ganz leicht. Dann trinke ich eben ab heute nichts mehr. Es funktioniert nur nicht so oft. Verstehen Sie, es gibt sicherlich Heilungsmöglichkeiten. Das ist wohl so, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber die Heilungschancen sind nicht so wahnsinnig groß. Vor allen Dingen ist es eine langwierige Geschichte. Darauf müssen Sie sich einstellen. Für Sie bedeutet das juristisch, da wird aber Ihr Anwalt noch mal mit Ihnen sprechen, möglicherweise
wird das Gericht Sie für schuldunfähig erklären. Und das bedeutet, Sie würden dann freigesprochen. Der Haken an der Geschichte ist, dass Sie dann in die Psychiatrie eingewiesen werden würden. In die Ehrenanstalt. Und das Problem ist, niemand kann Ihnen sagen, wie lange es dauern wird, bis Sie da wieder rauskommen. Dazu muss ein Gutachter feststellen, dass Sie keine Gefahr mehr für andere Menschen darstellen. Scheiße. Ja, da haben Sie jetzt die Wahrheit gesagt, in Kurzform. Okay. Schatz, ich muss in die Ehrenanstalt. Aber ich verspreche dir eins, ich werde alles dafür tun, wirklich, dass ich wieder gesund werde. Und wenn ich wieder draußen bin, dann werden wir kirchlich heiraten. Und nach der Trauung werden wir uns in irgendeinen Flieger setzen und einfach in den Süden fliegen, in die Karibik oder nach Südafrika. Was hältst du davon? Daniel, das Wichtigste ist, dass du erstmal gesund wirst. Okay. Es kommt genauso, wie Rechtsanwalt Bernd Römer vermutet hat. Weil Daniel aufgrund seiner Erkrankung schuldunfähig ist, muss der notorische Lügner in eine psychiatrische Einrichtung, bis er keine Gefahr mehr darstellt. Bereits ein Jahr später wird der inzwischen 35-Jährige als geheilt entlassen und darf wieder nach Hause zu seiner Frau. Sogar Sarahs Eltern sind heute gekommen, um seine Rückkehr zu feiern. In 2 Wochen heiraten der Daniel und ich kirchlich. Nein. Doch. Ja, ist ja toll. Warum denn so schnell? Alles also doch nicht schnell. Also wir kennen uns ja jetzt auch schon eine ganze Weile. Ne? Ist denn das auch sicher, dass das die Therapie bei dir angeschlagen hat, dass du keine Rückfälle erleiden kannst? Also mir geht's prima. Ich meine, worauf sollen wir warten? Ich habe auch meine Eltern zur Hochzeit eingeladen. Die wollten euch sowieso beide mal kennenlernen. Und dann sind wir eigentlich eine richtige Familie, oder? Ja, das klingt ja toll, oder, Lisa? Ja, na das dann. Ist ja, da kann man. Denke ich, darauf sollten wir anstoßen. Das machen wir, hilfst du mir? Ja. Super. Vielen Dank. Wir können euch ja wohl kurz alleine lassen, ne? Ja, gut. Hör mal zu, mein Freundchen, wo wir ja gerade so nett zusammensitzen. Wie stellst du dir das überhaupt vor mit der Zukunft? Du hast einen Haufen Schulden an der Backe, du hast keinen Job mehr. Du weißt, ich habe ein Auge auf dich. Du machst meine Tochter nicht zum zweiten Mal unglücklich. Nein, natürlich nicht. Also da könnt ihr mir voll vertrauen. Ich habe mich komplett geändert und ich mache mich jetzt auch selbstständig mit einem kleinen Pflegedienst. Und die Sarah hat mir auch 20.000 Euro dafür geliehen. Ja gut, das hört sich ja ganz toll an. Aber ich habe keine Lust, dass meine Tochter in das nächste Desaster reinsteuert. Ich kann mir schwer vorstellen, dass sich ein Mensch innerhalb von so kurzer Zeit um 180 Grad dreht. Ich werde morgen Herrn Römer anrufen, dass der die Sache noch mal gegencheckt und dass da nicht wieder was schief geht. Hey. Do you still believe in love? Rechtsanwalt Bernd Römer erklärt sich bereit, den scheinbar geläuterten Lügner bis zur kirchlichen Trauung im Auge zu behalten. Und anfangs scheint es auch tatsächlich so, als habe sich Daniel gebessert. Doch ausgerechnet am Tag seiner Hochzeit besucht er ein Reisebüro, obwohl er längst in der Kirche sein müsste. Guten Tag. Schönen guten Tag. Ist ja furchtbar das Wetter hier, oder? Ja, kann man wohl sagen. Ich glaube, ich muss dringend weg. Nehmen Sie Platz. Ist ja ganz spontan mir gekommen, diese Idee. Ich sah gerade hier einen Herrn rausgehen, der sah so unglaublich zufrieden aus und danke. Glücklich und voller Vorfreude. Ja. Ich glaube, ich hätte gern genau dasselbe wie der. Dann stellen Sie sich drauf ein, Südafrika, last minute. Südafrika? Mhm. Aha. Ich gebe Ihnen mal einen Katalog mit. Wohin soll es denn da gehen? Nach Kapstadt oder wo fliege ich hin? Kapstadt ist Anlaufpunkt und von da geht dann eine Rundreise. Man kann dann variieren, ob man jetzt erst dahin und dann dahin. Also das ist vor Ort dann zu klären. Und das müsste ich natürlich überlegen. Das ist ja richtig. Also wie gesagt, das können Sie vor Ort entscheiden, aber Kapstadt ist der Anlaufpunkt. Vorschlag, ich gebe Ihnen Kärtchen und dann rufen Sie mich an und wir machen einen Termin. Das ist prima. Super. Das ist gut. Auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Information. Alles klar. Schon mal. Dann vielen bis die Dank. Tage, ne? Südafrika. Also Südafrika. Warum denn nach Südafrika will, ist mir nicht klar. Entweder hat er da gerade eine Hochzeitsreise gebucht, da bin ich mir aber nicht sicher. Oder er will sich absetzen. Er will die Braut wieder vor dem Altar sitzen lassen. Und da muss ich was tun. Ich rufe jetzt meinen Mandanten an. Warm rast der Himmel auf mich, auf mich. In Berlin möchte Sarah Eickamp ihren Mann Daniel ein Jahr nach der standesamtlichen Trauung heute kirchlich heiraten. Und das, obwohl die Architekturstudentin wegen ihm viel durchgemacht hat. Denn Daniel ist ein notorischer Lügner. Doch der 35-Jährige war in stationärer Behandlung und gilt als geheilt. Hallo. Hallo, Sarah. Wir haben echt ein Problem. Wieso? Alles in Ordnung? Nee, nichts ist in Ordnung. Daniel ist immer noch nicht da. Ich versuche die ganze Zeit, ihn zu erreichen. Und der wollte schon seine halbe Stunde da sein. Ja, komm mal her, ich rufe den jetzt an. Ne? So.
ich auch nicht. Was ist denn? Ich weiß nicht. Daniel ist nicht da. Ey, verdammt, denn sein Handy ist aus. Wir haben nichts gehört. Habt ihr? Ja, keine Ahnung. Daniels Handy ist aus jetzt. Was ist denn hier? Ich dachte, los? Wir hier und euch kommen. Entschuldigt mal bitte. Sarahs Vater ahnt Schlimmes, als er den Anruf von seinem Rechtsanwalt Bernd Römer annimmt. Und tatsächlich, es gibt schlechte Neuigkeiten. Papa, wer war das? Das war Herr Römer. Ich hatte ihn gebeten, Daniel zu beschatten. Schon wieder? Was soll ich denn machen? Ich wollte sicher gehen, dass er dich nicht wieder sitzen lässt. Ja, und was hat er jetzt gesagt? Er ist Daniel gefolgt. Der ist erst ins Reisebüro, dann zum Flughafen. Er wollte nach Südafrika mit deinen 20.000 Euro. In der Station in Mitte. Ja, nee, oder? Sarah steht unter Schock. Doch die 30-Jährige muss wissen, was an der Nachricht des Anwalts dran ist und macht sich sofort auf den Weg zur Polizeiwache. Jurist Bernd Römer hat die zuständigen Beamten bereits telefonisch darüber informiert, dass er mit der Ehefrau des Betrügers vorbeikommt. Hey Daniel, ganz ehrlich, was bist du eigentlich für ein Arschloch, Mann? Warum lässt du mich schon wieder stehen? Zum zweiten Mal, Mann, weißt du überhaupt, was du mir damit antust? Und dann nimmst du meine Kohle und willst dich verpissen? Schatz, es tut mir so leid, ich wollte dir nicht wehtun. Aber ich habe irgendwie gerade festgestellt, dass ich nicht der Typ fürs Heiraten bin. Ich brauche einfach meine Freiheit. Super, das hast du gerade eben mal kurz festgestellt. Wo wir uns kennengelernt haben, sah die Sache noch ganz anders aus, ja? Eins sage ich dir, Mann, das mache ich nicht mehr mit. Das ist das letzte Mal, dass du mich gesehen hast. Die Freiheit und das Geld, oder? Was sollen wir Ihnen jetzt glauben, was Sie gerade wieder erzählt haben? Meine Gutachter hat es ja anscheinend geglaubt, sonst hätte er sie nicht rausgelassen. Das Geld nehme ich mit. Ja, Sie haben es sichergestellt. Ist noch alles da? Haben Sie gezählt? Wenn es fehlen sollte, können Sie noch mal melden. Ich glaube es Ihnen. Sie setzen sich bitte wieder. Tschüss, Herr Eickamp. Tschüss. Kommt her. Ich verstehe das nicht und ich habe den echt geliebt, ne? Ganz ruhig, ganz ruhig. Es ist traurig. Also ich weiß, Geld ist nicht das Wichtigste, aber Ihre 20.000 Euro, die haben Sie wieder. Wollen Sie Strafantrag stellen gegen Ihren Mann? Das müssten Sie tun, es ist Ihr Mann. Ich will den Daniel einfach nur vergessen. Der Rest ist mir eigentlich egal. Das war's. Ich fühle mich, als hätte mir jemand das Herz aus der Brust gerissen. Ich hoffe, ich muss den Daniel nie wiedersehen und ich habe auch keine Lust, ihm noch mal über den Weg zu laufen. Your mouth is a revolver, find bullets in the sky. 4 Monate später hat die Studentin immer noch an Daniels Verrat zu knabbern. Ihre Ehe ist inzwischen annulliert worden, weil sie bereits vor der Eheschließung belogen und arglistig getäuscht wurde. Doch es gibt auch Lichtblicke, denn Sarah hat bald ihren Abschluss in der Tasche. Hi. Ich mache sowas normalerweise nicht bei fremden Frauen, die ich nicht kenne, aber du siehst so nett aus und ich habe mich gefragt, ob wir vielleicht einen Kaffee zusammen trinken gehen wollen. Ja, ich habe Zeit, warum nicht? Ja, cool. Okay. Studierst du Architektur? Ja, ich bin fast fertig und eröffne bald mein Architekturstudio in Mitte und war noch kurz bei meinem Prof. Wow, ein eigenes Studio? Hatte so ein paar Fragen, ja. Krass. Und du? Oh, ich bin Tänzer und studiere neben mir Philosophie. Cool, ich habe noch nie einen Tänzer kennengelernt. Na, einmal ist immer das erste Mal. Ja. Ich bin übrigens Arthur. Sarah. Hi. Und wie bist du auf das ganze Architekturding gekommen? Sarah hat großes Glück gehabt. Denn wenn man am wenigsten damit rechnet, taucht plötzlich der Richtige auf.